Und die Menschen hörten ihm zu, waren begeistert und begehrten auf gegen ihre Kirche. Das erzürnte sie, die Bischöfe und Kardinäle, und sie verbannten den Ketzer von Altar und Kanzel. Doch dieser erhob weiter seine Stimme in Büchern, Lesungen und Talkshows, sodass er bald bekannt war wie einst der, den alle Luther nannten. Seine Feinde aber nannten ihn fortan esoterischen Menschenverführer und Ketzer von Paderborn. Herr Drewermann, guten Abend. Guten Abend. So wie die Kroaten gespielt haben, können sie einem die Freude am ganzen Spiel verderben, ne? Ja, sie müssen schwer in die Knochen gegangen sein. Klinsmann, Babbel, ja. So geht's weiter. Ja, also ich... Der schützt eigentlich Menschen vor dem Willen, unbedingt zu siegen. Ja, ja, nur, ich meine, den kann man ja haben, aber das war fanatisiert, ne? Ja, ganz sicher. Wenn man über die Karpandra hinweggeht, um an den Ball zu kommen, stimmt irgendwas im menschlichen Verhalten nicht. Kein Pferd würde auf einen Menschen, der am Boden liegt, treten. Kroatische Spieler aber ja. Ich dachte, jetzt gehen Ihnen mal die Pferde durch, wo wir gerade bei Pferden sind. Sie meinen bei der Einspielung vorhin, ich bin nicht Martin Luther, aber ich denke... Ich war beim Fußball. Ah ja. Das jetzt... Südtribüne, Engagement, Ekstase. Das ist lange her, dass ich selbst aktiv war im Fußball. Echt? Ja, freilich. Und warten Sie da auch, also ich meine jetzt mehr so einen dezenten Stil? Was ich sehe, ist, dass der Fußball große Massen anzieht und darin ist er großartig und gefährlich. Da werden Ersatzschlachten gefochten, so wie das Spiel am Mittwoch zwischen England und Deutschland schon vorgestellt wird, wie El Alamein. Da rollen mal wieder in den Köpfen die Panzer. Da tritt Monty an. Wenn Sie der Fußball fasziniert. Es sollte ein Spiel bleiben und nicht ein Großunternehmen. Der Reiz kommt daher, dass man ein Spiel gewinnen oder verlieren kann. Das ist spannend, aber das ist auch beim Krieg so, sonst wird er nicht geführt. Ja, das diskriminiert den Fußball aber nicht. Der Fußball hat inzwischen mehr Aufgaben als ein Spiel zu sein. Er bindet riesige Millionen Gelder, die transferiert werden. Er gibt sich als eine Ersatzindustrie für Wohlbefinden und Identifikation. Er ist als Massenbewegung weit weg von dem, was ich mir wünsche, Menschen nachdenklich zu machen. Also ich kann auch sagen, so ein Spiel zu sehen, wenn es nicht gerade das heute ist, einfach geil. Es gibt begeisternde Fußballspiele, natürlich. Ja. Sie haben, also ich spreche Sie deshalb... Als Dortmund gesiegt hat, war ich happy, natürlich. Da waren Sie happy? Ja. Da haben Sie gesagt, heißer? Ich habe ein Bier getrunken auf den Sieg. Und das ist für meine Verhältnisse viel. Sie gehen weit, ja. Ich spreche Sie als Fußballexperten an, weil Sie auch einen zweibändigen Kommentar zu Matthäus geschrieben haben, ne? Drei Bände. Matthäus. Ja. Und Sie sagen, Matthäus hat die Hölle erfunden. Nein, das hat er nicht. Er hat von der Hölle öfter gesprochen, als in der Tradition vorkommt. Er hat gedroht. Und ich denke, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass das sich um Bilder handelt, die man nicht fundamentalistisch wie im Weltkatechismus von 93 für 900 Millionen Menschen auf Erden... Wir müssen nicht alle Angst haben, wirklich gebraten zu werden, wenn wir jetzt in der Sünde abtreten. Ich denke, Jesus wollte sagen, Leute, die das Zeug haben, an Leuten, die krank sind, die im Gefängnis sind, die leiden, vorbeizugehen, ungerührt, die kommen nicht in die Hölle, die leben wie in der Hölle. Und ja. Dann muss man sich entscheiden, was man will. Aber wir können an der Verletzung von Klinsmann nicht ungerührt vorbeigehen. Es gibt schlimmere Verletzungen als die auf dem Fußballplatz, weiß Gott, ja. Starker Vater, schwache Mutter, die gefühlig und intelligent ist, aber unterdrückt ist. So sehen Eltern von Klerikern aus. Habe ich im Buch Kleriker geschrieben und möchte das erweitern mal. Wer in diesen Tagen dem Papst zusieht, sieht eine Übergestalt von einem Vater, wie Sigmund Freud das beschrieben hat um 1923 in der Massenpsychologie. Parallel zum Militär ist die katholische Kirche fixiert auf einen Einziehen. Der ist ihre Einheit, der ist ihre Befehlszentrale. An den müssen sie glauben, um an Gott zu glauben. Alles von oben nach unten. Und wenn der Papst spricht, redet er mit Vorliebe von der Mutter Gottes parallel. Die muss mit dem ungnädigen Vater vermitteln. Und das ist eine Psychologie, die in den Himmel projiziert, was auf Erden läuft natürlich. Wie waren Ihre Eltern? Auf Erden, wollte ich noch sagen, läuft meist die Angst vor der Frau, die es wirklich gibt. Weil die nämlich nicht ohne Geschlechtsverkehr Kinder kriegen kann zum Beispiel. Da muss man einfach ran. Also da bleibt man nicht unschuldig. Ja, es spaltet sich das Bild dabei auf in eine unberührte Frau im Himmel und eine gefährliche Frau auf Erden. Beauty and the Beast. Wie waren Ihre Eltern? Sie sind Kleriker geworden. Ja, ja. Mein Vater war Protestant und ich habe eine Menge von ihm gelernt. Zum Beispiel, dass Martin Luther ein rechter Kerl wäre. War der denn nur stark und Ihre Mutter schwach? Mein Vater trat in der Erziehung, wenn Sie das meinen, relativ wenig in Erscheinung, als ich klein war. Er hatte die Schichten zu fahren, er war Bergmann.
und kam sehr spät nach Hause. Ich habe ihn eigentlich erst kennengelernt. Da war ich 6, 7 Jahre alt. Hm. Also als er wirklich in Erscheinung trat. Das hört sich richtig enttäuscht an. Hat ihn gefehlt? Gefehlt wieder auch nicht, aber es war ein Neueintritt für mich, mit ihm zurechtzukommen. Bis dahin kam er sehr spät, dann war ich im Bett. Und das hat fast Ihre Beziehung zu der Mutter gestört. Ein Neueintritt, mit dem Sie zurechtkommen mussten. Ja, so wieder nicht. Er war im Krieg wichtig, um für Ordnung zu sorgen. Also er stückte zum Beispiel uns den Keller ab, damit das Haus bei Bombenangriffen stabil blieb. Und das hat er auch geschafft. 4 Häuser daneben gingen durch eine Luftmine hops. Und unser Haus heute, Körnerstraße 5, ist das letzte, das stehen geblieben ist. Körnerstraße? Körnerstraße 5. Kenne ich. Gleich kam. Todestag Luther wurde schon angesprochen, 450. Todestag, dass der Papst, der Katholische von der anderen Firma, sich diesen Tag auch als Anlass nimmt, Deutschland zu besuchen, ist eigentlich ein positives Zeichen, denn seine Vorgänger, so könnte man interpretieren, wären höchstens hier hingekommen, um nachzugucken, ob der Luther denn nun auch wirklich tot ist. Johannes Paul II. Preist und lobt den Reformer, nicht unbedingt aber die Reform. Traditionsgemäß zumindest hat er seine Deutschlandvisite eröffnet, indem er in Paderborn einen neuen Flughafen probiert hat. Und heute ging es also nach Berlin. Und da wartet... Es spaltet sich das Bild dabei auf in eine unberührte Frau im Himmel und eine gefährliche Frau auf Erden. Beauty and the Beast. Wie waren Ihre Eltern? Sie sind Kleriker geworden. Ja, ja. Mein Vater war Protestant und ich habe eine Menge von ihm gelernt. Zum Beispiel, dass Martin Luther ein rechter Kerl wäre. War der denn nur stark und Ihre Mutter schwach? Mein Vater trat in die Erziehung, wenn Sie das meinen, relativ wenig in Erscheinung, als ich klein war. Er hatte die Schichten zu fahren, er war Bergmann und kam sehr spät nach Hause. Ich habe ihn eigentlich erst kennengelernt. Da war ich 6, 7 Jahre alt. Hm. Also als er wirklich in Erscheinung trat. Das hört sich richtig enttäuscht an. Hat ihn gefehlt? Gefehlt wieder auch nicht, aber es war ein Neueintritt für mich, mit ihm zurechtzukommen. Bis dahin kam er sehr spät, dann war ich im Bett. Und das hat fast Ihre Beziehung zu der Mutter gestört. Ein Neueintritt, mit dem Sie zurechtkommen mussten. Ja, so wieder nicht. Er war im Krieg wichtig, um für Ordnung zu sorgen. Also er stückte zum Beispiel uns den Keller ab, damit das Haus bei Bombenangriffen stabil blieb. Und das hat er auch geschafft. 4 Häuser daneben gingen durch eine Luftmine hops. Und unser Haus heute, Körnerstraße 5, ist das letzte, das stehen geblieben ist. Körnerstraße 5. Kenne ich. Gleich kam. Todestag Luther wurde schon angesprochen, 450. Todestag, dass der Papst, der Katholische von der anderen Firma, sich diesen Tag auch als Anlass nimmt, Deutschland zu besuchen, ist eigentlich ein positives Zeichen, denn seine Vorgänger, so könnte man interpretieren, wären höchstens hier hingekommen, um nachzugucken, ob der Luther denn nun auch wirklich tot ist. Johannes Paul II. Preist und lobt den Reformer, nicht unbedingt aber die Reform. Traditionsgemäß zumindest hat er seine Deutschlandvisite eröffnet, indem er in Paderborn einen neuen Flughafen probiert hat. Und heute ging es also nach Berlin. Und da warteten Reformer auf ihn. Kirche von unten zum Beispiel oder in Kreuzberg auch Kirche von hinten. Und von allen Vertretern und Menschen, die auf den Papst warteten, haben sich Ingelis Knutzmann, Ralf Finke und Michael Wenning den einen oder anderen von vorne vorgenommen. Ein Papst. Noch ein Papst und eine Päpstin. Hohes Papstaufkommen heute in Berlin. Gläubige in Stress. Wir haben mit den Kindern 5 Tage lang den Rosenkranz gebetet. Das bedeutet was, das ist nicht so leicht zu schaffen. Und ich habe auch gefastet bei Wasser und Brot. Und das fordert Kraft. Tränen für den Heiligen Vater. Simone Germann aus Dresden, ihre 7 Kinder und ihr Mann sind am Ziel ihrer Pilgerfahrt. 10.48 Uhr, das Warten hat ein Ende. Sie ist bei ihm, aber er ist ganz weit weg. Ganz nah dran hingegen lässt Papst Ades I. seine Jünger. Schwul-lesbische Stadtfest in Berlin-Schöneberg. Ja, der am Olympiastadion steht für Schwulenverfolgung und der hier, der ist für die Schwulen und Lesben da. Also Papst Ades Zabel auf dem Stadtfest kümmert sich um unsere Rechte, die der andere ablehnt. Der 28-Jährige feiert, zusammen mit 200.000 anderen Schwulen und Lesben. Berlin ist ihr Zentrum. Ihr Papst holt mit seiner Botschaft mehr Menschen auf die Straßen als Wojtyla aus Rom. Frauen liebt Frauen, Männer liebt Männer. Und sollte jemand euch versuchen, von diesem Weg abzubringen, so glaubt ihm nicht. Hier ist der Papst weiblich. Feministinnen und Linke pilgern zum Brandenburger Tor. Viele Fäuste für ein Halleluja, ihr Motto bei der Gegenprozession zum Papstbesuch. Am Pranger die verkrustete autoritäre Männerkirche, nicht nur die des Vatikans.
Renate Brück, 35, Ex-Theologin. Vor 7 Jahren schmiss sie ihre Ausbildung zur evangelischen Pfarrerin. Da liegt der Protest gegen den alten Mann aus Rom nahe. Die patriarchale Hierarchie, die Unfehlbarkeit, die ein Mensch nicht haben kann, dass er die Opposition in der katholischen Kirche unterdrückt. Also der steht ja ganz klar für eine bestimmte Form von Orthodoxie innerhalb der katholischen Kirche. Und Wunder, dass durch ihn zu merken ist, wie nahe uns Gott ist. Und ich bewundere an ihn, dass er so bescheiden ist und dass er so glaubhaft Zeugnis geben kann. Er ist für mich ein Vorbild und ich denke, er wird einmal heilig gesprochen werden. Ihr bedeutet der Heilige Vater Halt, Trost und Labsal in einer bedrohlichen Welt. Nah und vertraut ist er ihr über alle Schranken hinweg. Für Simone Germann der Papstbesuch eine wunderbare Begegnung. Dreistes Ketzertum dagegen bei den Schwulen und Lesben. Der Teufel fängt die Seelen ein. Und dann taucht da noch eine Päpstin auf. Dominika I., Deutschlands bekannteste Hure. Obwohl, Wojtyla hätte man auch gern gesehen. Eigentlich hätte ich ihm gewünscht, dass er aufs schwul-lesbische Stadtfest kommt, weil er war eingeladen. Und hat er aber nicht gemacht, offensichtlich. Schade. Das trägt alles zu so einem Hauptstadtgedudel bei, von dem ich überhaupt nichts halte. Und der Bundeskanzler und der Papst Arm in Arm unterm Brandenburger Tor, das war wahrscheinlich schon immer der Traum von Kohl. Und das finde ich einfach pervers. 19 Uhr, der Papst auf dem Weg zum Höhepunkt seines Berlin-Besuches. Er will zum Brandenburger Tor. Doch so richtig gern hat man diesen Papst in Berlin wohl doch nicht. Guten Abend. Scheiß auf Politik. Hier, viel besser, ey. Klinzi gucken. Ja, Tor, ey. Super, ey. Fußblabla. Also wir machen auch spannende Matches. Genau. Sogar jeder gegen jeden. Helmut, Achtung! Spannende Matches? Wo denn? In der Abwehr, im Mittelfeld, beim Sturm? Quatsch, viel besser. Beim Lattenschuss. Au, Lattenschuss. Toll, jetzt kommt Helmut Kohl in meine Sendung. Da kann er sich nämlich mal von einer ganz neuen Seite präsentieren. Genau, kleiner Bio, als Bauchredner. Da kann ich mir nämlich endlich die Fragen stellen, die ich schon immer mal hören wollte. Richtig, Herr Bundeskanzler. So, kleiner Bio, und was haben wir für ein hübsches Thema? Mein Thema lautet, Scheiße, das Geld ist weg. Eingeladen habe ich Dr. Jürgen Schneider, die Riemsma-Entführer, dick und doof und... Halt, aufhören, Schluss jetzt. Und Milliardenbleitier Helmut Kohl. Schnauze, aua. Es darf keine Welt entstehen, in der, ich zitiere Johannes Paul II. Gestern in Paderborn, nee, in Senne bei Lippstadt, die erneut von radikaler kapitalistischer Ideologie geprägt wird. Solidarität und Gerechtigkeit gelten auch für euer Land. Damit hätte er bei der DGB-Kundgebung auch ankommen können. Bei mir auch. Es gibt vieles, was dieser Papst richtig sagt. Aber es tut mir bitter weh zu sehen, dass zwischen der Rechthaberei der Kirche und der notwendigen Reaktion dagegen es kaum möglich ist, die Sache Jesu mal so zu sagen, dass es Menschen hilft. Also da hat er jetzt nur einfach mal recht, aber für Sie ist er irgendwie persona non grata. Also Sie sagen, diese Kirche ist morsch, die wird sich nicht mehr reparieren. Es gibt Strukturprobleme, die sie sich selbst geschaffen hat. Man hat die Sache Jesu verraten, indem man aus dem Existieren ein Dozieren gemacht hat. Man hat Lebensfragen in ein richtiges System der Lehre verwandelt und darüber gelegt ein Kontrollsystem von Aufsehern, von Bischöfen und darüber im Status der Unfehlbarkeit den Papst, der inzwischen als Monarch des Kirchenstaats regiert. Ja, Sie überzeugen mich aber jetzt mit jedem Argument mehr, würde ich sagen, prima, komm, die Holländer haben zum Beispiel, in Holland gibt es eine katholische Kirche, die sich vom Papsttum losgesagt hat, ja, warum regen wir uns so auf, ist dann Ritual. Kommt der Papst, seine Fans sind da, kommen Gegenpäpste, die finden den Papst doof, das ist langweilig, bringt nichts. Dazwischen geht eine ganze Jugend zugrunde, der man nicht mehr sagen kann, was einen tröstet, wenn es ernst wird. Und das doch, die christliche Botschaft, die ist doch nicht, Sie sagen, er hat kein Halsmonopol. Sie kommen hier zwischen dem, was die Kirche als Monopol behauptet und dem, was in den Medien getrieben wird, wo es um Macht, Geld oder Skandale geht, kaum noch dazu, in irgendeiner ruhigen Sprache mal etwas zu sagen, das einem Menschen hilft zu leben.
Das ist fast unmöglich geworden. Sie werden ständig missverstanden. Sind Sie für die Kirche oder gegen die Kirche? Aber dazwischen sollte man ein Mensch sein. Das war mal die Sache Jesu. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, die Medien braucht man, um die Menschen mit der guten Botschaft erreichen zu können. Aber da hat die Kirche eine Monopolposition. Nicht nur in den Medien, auch sonst die Leute, die mit ihr nicht klarkommen, aufgrund ihrer Gesetze, als verheiratete Geschiedene zum Beispiel, oder als Homosexuelle oder als Priester, denen wird mit zur Begleitung auf den Weg gegeben, dass sie jetzt mit Gott nicht mehr zurechtkämen oder dass sie Ketzer sind oder dass sie gar keine gläubigen Menschen wären. Und zum Teil glauben sie das auch selber. Wo sind Sie gerade? Ich möchte sein bei den Menschen. Das sie sind ich aber als in Priester einem Fernsehstudio. Sein. Ja, sicher, aber ich rede zu Ihnen als Mensch und ich denke, uns hören Leute zu, die wissen möchten mal, was mache ich denn heute aber Abend, aber damit stimmt es mit dem Monopol gar nicht. Sie finden statt, also es kommt einfach, als hätten Sie kein Selbstvertrauen zu sagen, ich glaube an meinen Gott und lass mir es vom Vatikan nicht vorschreiben und fertig ist der Käse. Ja, ja, aber sehen Sie, wie das in den Medien läuft, dann rankt sich's hoch auch wieder an Skandalthemen. Wann diskutieren wir mal zu Ende zum Beispiel, was wir machen im Umgang mit dem Kapital? Wenn ich die Aufnahmeleiterin sehe, nie. Eben. Scheiße. Aber wir könnten mal sagen, wenn der Papst recht hätte, wir sollten was tun für die Entwicklungsländer. Und wir würden alles sammeln in Nordamerika, in Westeuropa, was wir zusammenkriegen könnten, karitativ. Hätten wir gerade so viel wie für 14 Tage die Zinsen, die Entwicklungsländer für die Schulden, an denen wir uns bereichern, aufbringen müssen. Soll ich wenn jetzt wir petzen? Mal sammeln 50 Millionen Mark für Miseria, Brot für die Welt, können wir 1000 Jahre sammeln für den Rüstungsetat der Bundesrepublik Deutschland für ein oder ein halbes Jahr. Das sind die Relationen. Wenn wir das mal durchgehen und hätten eine Kirche, die sich da engagiert, wäre sie mir lieb und wert. Ich habe vorgeschlagen, die ganze Zeit der Papst müsste gehen, wenn er denn schon was tun wollte, wie Jesus es vorgemacht hat, in die größte Abschiebehaftanstalt vor den Toren Paderborns nach Büren. Da sitzen 200 Leute und mehr, die verzweifelt sind, Nordafrikaner, Kurden. Ich war fremd und ihr habt mir Heimat gegeben. Das ist der Maßstab Jesu mal. Da gehört ein Papst hin. Jetzt aber ich nicht an die Seite von Kohl, wenn er das nicht zur Sprache bringt. Sie haben das jetzt ausführen können, dafür komme ich jetzt in die Hölle. Das ist aber nur eine kleine Vorhölle. Das heißt, im Fernsehstudio werden Sie geschmort. Fernsehstudio-Hölle, das sowieso. Ja. Aber das stehe ich durch, das jede Woche so. Mhm. Aber Sie sollen nicht sagen können, dass Sie den Gedanken nicht ausführen konnten. Es kostet Mut, mal was anderes zu machen, als die Herren wollen. Probieren wir. Heute Abend. Mike, ich kann nichts dafür. Mhm. Das ist mein Chef. Mhm. Günther Rexroth, der lag ja mit Malaria da nieder. Wie, sagt Schröder, hat er auch eine neue? Nein, also mit der Wüstenkrankheit. Und ist aber diese Woche nach 13-tägigem Sichtum und künstlicher Beatmung erwacht und ist erstaunt und liest die Zeitung und sagt, Ladenschlussgesetz, Lauschangriff. Mensch, ich habe vielleicht einen Scheiß geträumt. Nein, ist alles wahr. Die FDP hat diese Woche unter anderem eine sozialpolitische Großtat durchgesetzt. Ab November nämlich dürfen Penner vor Feinkostläden bis 20 Uhr sagen, hasse mal eine Mark da. Im Schlafe hat Rexroth, der Wirtschaftsminister, auch gleich so im Vorbeigehen noch mit das Menschenrecht auf Sonntagsbrötchen durchgesetzt. Slogan der FDP künftig wahrscheinlich also Rexroth, Knack und Back. Eine gute Nachricht und natürlich auch Trost für den gelernten Bäcker Jürgen Klinsmann. Aber auch andere freuen sich, Tom Teunissen zum Beispiel würdig die hohe Qualität und den hohen Bewusstseinszustand der anderen Debattenredner. Vorbemerkung. Ein Brötchen ist ein Stück Teig für 40 Pfennig, das man meistens zum Frühstück isst. Es war ein historischer Freitag diese Woche im Bundestag. Das ist der Ort, an dem die wesentlichsten politischen Entscheidungen der Nation gefällt werden. Im Kern geht es hier um die Frage, ob diese Gesellschaft überhaupt noch fähig ist, eine Veränderung herbeizuführen. Wer konnte ahnen, dass dies der wichtigste aller deutschen Freitage werden würde? Der Tag, als der Wahnsinn die Regierung übernahm. Wer am Sonntag frische Brötchen haben möchte, der muss in einem aufgeklärten Land in Zukunft am Sonntag frische Brötchen kaufen können. Das ist das grundsätzlich andere Denken der Koalition gegen das der Opposition. Arme Regierung, wie konnte so etwas passieren? Früher war der frische Brötchenwahn ein reines Konsumentenphänomen. Irgendwie muss er auf diesem Wege in die Redaktionsstuben deutscher Zeitungen geraten sein. Und zwar ziemlich frisch. Denn die spielten als erste völlig verrückt. Durch das wöchentliche Reinsemmeln saftiger Schlagzeilen auf Seite 1 hinterließen sie ein total infiziertes Volk. Brötchen frisch, Brötchen jetzt, Brötchen immer. Die Folgen waren bedenklich. Brötchen essen wir vereint. Auch wenn die ganze Bäckerinnung meint. Die innerdeutsche Sonntagsbrötchen-Kriegserklärung ließ dann auch nicht mehr lange auf sich warten. Erst die Gewerkschaften.
Dann die inzwischen krossgebräunte FDP, dann die ganze Regierung. Ja, sie sprachen über Brötchen im Bundestag. Wann wird ein Brötchen zur leicht verderblichen Konditorware? Ihr Argument, am Sonntag Brötchen könne man frisch besorgen, ist natürlich überzeugend. Welcher Zuckerguss muss sonntags auf ein Brötchen gegossen werden? Entschuldigung. Die Menschen, so sagt ein Demonstrationsteilnehmer, entschuldigen Sie bitte, wollen am Sonntag keine frischen Brötchen. Der Kaviar der Backwaren, heute Gott sei Dank ist Brötchen für alle da. Entschuldigen Sie bitte, ich bin relativ aufgebracht über das, was hier passiert. Wieso denn? Ist doch alles normal. Stimmen wir ab über die Brötchen. Sogar der große Genscher stimmt ab über Frühstücksbrötchen. Alles völlig normal. Für den Tag, als der Wahnsinn die Regierung übernahm. Das war Freitag. Ist natürlich längst alles wieder okay im Bundestag. Nach der Sommerpause wird dann weiter diskutiert. Über eine Initiative gegen die kariöse Zahnlosigkeit deutscher Tortenesser, eine Gesetzesnovelle gegen schimmeliges Brot und einen Importstopp für verhaltensauffällige indische Elefanten. In München, wo sonst Helmer, Ziege oder Bubble Leistung zeigen, ließ in jüngster Zeit auch eine katholische Gemeinde ihre Muckis spielen. Ein Mucki heißt mit bürgerlichem Namen Monika Wald hier und ist, so meint sie, von Jesus persönlich darüber informiert worden, dass sie sein Mucki sei. Die frohe Botschaft, die damit verbunden ist, ist, Jesus habe ein Schwesterchen bekommen. Dieses wiederum sei, will's der Zufall, Mucki und also in diesem Sinne die ganze Bagage hoch zu verehren. Der ortsansässige Pfarrer lässt Milde walten und gründet ein Mucki-Werk mit ihr zusammen und jo, vielleicht die ganze Aktion doch nur dafür da, auszuloten, wie weit man gehen muss, damit der ansonsten konservative Münchner Kardinal und Vorgesetzte Wetter sagt, nee Kinder, da falle ich vom Glauben ab, diesen Aberglauben mache ich nicht mehr mit. Das immerhin hat er gesagt und so wird im September zumindest der amtskirchliche Segen vom Muckiwerk genommen. Damit aber alle, die trotzdem gläubig sind und vielleicht sogar zu begeistern, noch einmal sehen können, worum es da ging, zeigen Uli Stoll und Horst Freudenthaler das Ganze noch mal in Muckivision. Fronleichnamsprozession am letzten Sonntag in München-Waldperlach. Eine ganz normale Kirchengemeinde. Doch Pfarrer Karl Maria Harrer hat eine wundersame Neigung. Er ist Seelenführer einer Frau, die angeblich Einsprechungen direkt vom lieben Gott empfängt. Das Medium Monika Waldtier vertraute ihre Begegnungen mit Gott einer Tonkassette an. Und die kursiert inzwischen in der Öffentlichkeit. Einmal fragte ich ihn, ob er nicht mit mir am Nachmittag Kaffee trinken wollte. Also errichtete ich ihm neben meiner Kaffeetasse und meinem Kuchenteller einen wunderschönen Altar. Beim Kaffee bekam sie die Eingebung, die Gespräche mit Gott aufzuschreiben. Ja, das ist ihm vor 5 Jahren etwa entstanden, dass sie einfach innerlich etwas hörte. Sie war sich dann nicht überzeugt, ist das echt oder nicht, und hat mir dann diese Aufzeichnung gezeigt und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass das echte Einsprechungen sind. Die Seherin lebt zurückgezogen in München, lässt sich nicht interviewen. Bei einer Wallfahrt will sie von Jesus einen Kosenamen bekommen haben. Da wacht sie auf und hört innerlich die Worte, du bist die Mucki. Und sie hat gespürt, das drückt ihr Wesen aus. Schau nur, wie Maria lacht, Mucki betet Tag und Nacht. Die Wohnung der Seherin. Harrer und Mucki treffen sich, um ihre Kassetten zu besingen und zu besprechen. Ohne Maria keine Mucki. Die Gottesmutter ist die wahre Mucki-Gebärerin. Die Mucki ist durch und durch aus mir geboren. Aus meinem Gnadenschoß ist sie hervorgegangen. Das, finde ich, ist die reinste Gotteslästerung. Und wenn die Mutter Gottes als Mucki-Gebärerin bezeichnet wird, da hört sich's irgendwo auf. Damit wäre praktisch Jesus der Bruder von der Mucki. Frau Poppenwimmer und andere haben Harrers Gemeinde verlassen. Der Mucki-Kult wird von der Gemeindemehrheit abgelehnt, doch einige ganz Treue stehen fest zum Priester und seiner Seherin. Wenn Pfarrer Harrer annimmt, dass das eine Heilige ist, dann stimmt es auch. Weil Pfarrer Harrer ist selber ein Heiliger. Birkenstein, ein Wallfahrtsort bei München. Hier soll vor über 300 Jahren die Mutter Gottes erschienen sein. Auch Pfarrer Harrer wird hier verehrt.
Seine Rosenkranzkassetten finden reißend Absatz. Hier sollte Weihnachten 1995 Muckis Himmelfahrt stattfinden. Es war eine Aufzeichnung, dass wir zur selben Zeit heimgehen dürfen, ja, an Weihnachten. Und dann ist aber dazugekommen, dass ein dreijähriges Kommunionkind, Frühkommunionkind, mir 2 Monate vor Weihnachten auch sagte, du darfst an Weihnachten heim. Und so habe ich diese Prophezeiung ernst genommen. Doch der Münchner Erzbischof verbot Harrer die Anreise zur Himmelfahrt. Mucki wartete vergeblich im weißen Kleid auf ihren Seelenführer. Doch sie ist sicher, nach dem späteren gemeinsamen Tod wird ihr Vermächtnis, die Mucki-Tonkassette, die Kirche verändern. Und deshalb ist meine persönliche Überzeugung, dass gerade durch dieses Mucki-Werk, das noch gar nicht gegründet ist, dass erst nach dem Tod entstehen soll, wenn Gott es will, eine neue Kindlichkeit in die Kirche kommen soll. Ich kann nur sagen, das Ganze ist doch in den Bereich der Medizin zu verweisen. Oder auf gut bayerisch gesagt, es ist ein Schmarren. Damit kann man sich nicht ernsthaft auseinandersetzen. Das ist abwegig. Der Erzbischof hat auch die Konsequenzen gezogen. Der Pfarrer geht aus gesundheitlichen Gründen. Trotzdem lässt die Kirche den Priester bis zum September 96 im Amt. Dabei wusste sie seit langem von Harrers Umtrieben. Mucki kann also weiterhin mit Harrers Hilfe ihre Einsprechungen für die Nachwelt aufzeichnen. Mucki, liebst du mich? Ja, Heiland. Mucki, willst du meine Braut sein? Ja, Heiland. Auf, du meine Freundin, meine Schönste, komm. Die Mucki ist von Gott und es wird viele Muckis geben. Willst du meine Frau sein? Du bist die Schönste. Bei allem Respekt, aber es gibt unkompliziertere Liebesgeschichten, also die stattfinden dürfen. Es fällt der katholischen Kirche außerordentlich schwer zu begreifen, dass der Mensch nicht nur aus Verstand und moralisch gelenkten Willen besteht, sondern 6/7 der Psyche im Unbewussten liegen. Und sie verwechselt. Das bei Ihnen? Bei jedem Menschen, denn man muss es durcharbeiten. Aber das Problem ist jetzt, dass es viele Erscheinungen gibt, die in der Seele sich abspielen. Und die Kirche steht immer vor der Alternative, hat das jetzt die Mutter Maria gesagt oder ist da der Engel Raphael oder wer sonst erschienen oder ist das Psychopathologie? Sie ist nicht gewöhnt, dass man Phänomene, die im Unbewussten sich abspielen, interpretieren muss. Ja, aber ich meine, wenn die sich da durch irgendeine, woher auch immer die Einrede jetzt kommt, verabreden, also an dem Tag wollen wir sterben. Die katholische Kirche sagt ja zum Beispiel wörtlich so, dass Bernadette von Soubirous die Mutter Gottes erschienen ist und dass Lourdes deswegen ein heiliger Wallfahrtsort ist oder parallel Fatima. Sie bekommt nicht fertig zu sagen, Erscheinungen können nur in unserer Seele stattfinden. Nichts von Gott erscheint einfach so, wie wenn es objektiv wird. Nochmal zu der Liebe. Sie haben ja gesagt, die Kleriker oder die Kirchenleute, die dann debattieren über Sex und was erlaubt ist und was nicht, die wärmen sich ihre verfrorenen Münder an den Küssen anderer. Hab ich in den Klerikern geschrieben, so, ja. Wenn Sie da so polemisieren, wärmen Sie sich nicht auch wieder Ihren Mund an den Küssen, die Sie dann für andere erbitten? Ich habe viel Mitleid und viel Verständnis für Menschen, die versuchen, etwas zu glauben. Ich mag auch nicht, dass man Leute, die ringen, selbst wenn sie sich irren, am Ende lächerlich macht. Ich würde gern mit den Leuten sprechen und sehen, wie man das durcharbeitet. Auch um etwas zu verstehen, das uns beiden im Moment ja fremd ist. Es kommt uns kurios vor, aber diese Dinge sind am interessantesten an Menschen. Woran sie am meisten leiden oder was vielleicht am meisten bizarr aussieht. Ich meinte noch eine einfache Frage. Da brauchen sie Begleitung. Hat das alles, diese ganze Loslösung von der katholischen Kirche, dazu geführt, dass Sie genug geküsst werden? Das hat dazu geführt, dass ich weniger Vorurteile habe, wenn ich Menschen zuhöre. Und das ist mein Bemühen Küssen, ganz seit was Einfaches. 25 Jahren. Es ist die Frage, wie Sie Menschen nahe kommen. Und das geht nur, wenn Sie Vorurteile abbauen, moralisieren, drangeben und versuchen, die Welt zu sehen aus den Augen dessen, mit dem Sie reden. Das ist die Frage. Und wenn ich jetzt durch Ihre Augen sehe, ist das sehr viel über den Kopf? Ich muss oft nachdenken, zum Beispiel hier, wie soll ich unmittelbar darauf reagieren? Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sollen mit Lachen reagieren, aber ich möchte, dass sollen sie darüber nicht. Nachdenken. Nee. Also man kann es sich kaum verkneifen, das ist richtig. Aber ich möchte, dass man darüber nachdenkt, was geht den Menschen vor sich? Und die katholische Kirche habe ich stets im Verdacht, dass sie
zu viel abspaltet, wenn sie von Gott redet. Dann identifiziert sie das, was ihr passt, in der Seele des Menschen mit Gott und was ihr nicht passt, mit dem Teufel. Und das zerreißt die Psyche an der Stelle, wo es zusammenkommen müsste. Alles ist viel schwieriger konkret dann. Der Papst sagte gestern in Paderborn... Ich werde jetzt ausgeschimpft. Man muss nah sein in Scheiternden, würde ich wünschen, für wieder verheiratete Geschiedene. Man muss aber verstehen, warum. Ich höre schon auf. Wenn es eine neue Kirche gibt, dann sitzt sie im Rundfunkrat, kriegt ja Plätze als gesellschaftliche Kraft und dann sagen sie, zack, solange wie wir quatschen wollen. Und sonst ist... Open End. Ewiges Höllenfeuer. Ist mein Wunsch für später, richtig? Danke. Danke. Für den Herbst, wenn Sie weitermachen. Das hoffen wir. Arbeitslose, heißt es diese Woche im Bundestag, sollen Tätigkeiten unterhalb ihrer Qualifikation annehmen. Dass sie das können, haben sie bewiesen, weil manche von ihnen hören sogar Bundestagsreden von Norbert Blüm an. Der hat dort nämlich diese Woche gefordert, jetzt endlich Schluss zu machen mit dem Sozialmissbrauch. Sozialmissbrauch in seinem Sinne ist etwa, wenn die Leute 40 Jahre in die Rentenkasse einzahlen und dann mit 65 doch nicht sterben. Die Arbeitslosen jedenfalls sollen jetzt ran, sollen Jobs nehmen, für die es nicht mehr Geld gibt als Arbeitslosengeld. Oder sie sollen Jobs nehmen, die viel dümmer sind als sie selber. Sondern Thomas Hessler beschwert sich ja auch nicht, erst in der 87. Minute eingewechselt zu werden. Jedenfalls, Blüm wird immer noch als Marxist angegriffen. Das muss daran liegen, dass er verzweifelt versucht, noch irgendeinen Zusammenhang zwischen Arbeit und Bezahlung zu konstruieren. Philine und Udo Ehling fassen seine Position zusammen. Weitermachen, Rudi. Aua! Die SPD muss wieder stark werden. Aua! Genau, Oskar. Und Charisma kriegen. Genau wie dieser Tony Blair. Oh, Scheiße! Was macht ihr denn da für einen Quatsch? Wir bringen, aua, die SPD wieder auf Vordermann. Aua! Klasse Idee. Wir suchen also wieder einen neuen Vorsitzenden. Quatsch! Wer soll denn jetzt schon wieder Vorsitzender werden? Na, oh. der am besten abschneidet. Aua! Was, Rudi? Scheiße! Wir bitten Zuschauer mit empfindlichen religiösen Gefühlen, jetzt wegzuschauen. Denn jetzt kommt eine bissige, gnadenlose Papst-Satire. Herr Papst, was haben Sie gedacht, als Sie in Berlin durchs Brandenburger Tor ging? Tor! Tor! Tor 1-0! Das Wetter.